Liebe Jeferanerinnen, Jeferaner, verehrte Gäste, meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst einmal herzlich willkommen noch einmal von dieser Stelle zu unserem Neujahrsempfang hier im Theater am Dannheim. Ich freue mich, dass die Hütte wieder so voll ist, dass Sie alle gekommen sind, um wahrscheinlich hinterher vor allen Dingen ordentliches Jeferpilz zu trinken, aber vorher dann notgedrungenerweise auch meine Rede anzuhören. Ich wünsche Ihnen noch einmal ein glückliches und gesundes neues Jahr für Sie und für Ihre Familie und all Ihre Lieben, auf dass das Jahr 2020 für uns alle ein gutes werden möge. Zunächst einmal herzlichen Dank Ihnen für die schmissige Begleitung dieses Neujahrsempfangs. Die Gruppe Sachslust aus Magdeburg haben wir geklaut vom Zerbster Neujahrsempfang aus gegebenen Anlass. Herzlich willkommen hier in Jever, wunderschön. So, jetzt brauchen Sie ein bisschen Geduld. Rückblick. Meine sehr verehrten Damen und Herren, zuallererst möchte ich einen Dank an den Rat der Stadt Jever, an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie an meine beiden ehrenamtlichen Stellvertreter Rainer Davitsch und Heiko Schönbohm und meinen Stellvertreter im Amt Mike Müller für die gute Zusammenarbeit und ihre Unterstützung in 2019 richten. Ich freue mich auf die Fortsetzung unseres erfolgreichen Wirkens für unsere schöne Marienstadt. Ein Dank geht auch an unsere Medienvertreterinnen und Vertreter für ihre umfassende Begleitung und die intensive und ausgewogene Berichterstattung im vergangenen Jahr. Das vergangene Jahr, wie war das Jahr 2019? Rat und Verwaltung hatten sich für dieses Jahr viel vorgenommen und haben am Ende auch viel erreicht. Wir haben dabei einiges erlebt, Erwartetes und Unerwartetes, Schönes und weniger Schönes. Wir haben viel diskutiert und manchen Strauß ausgefochten. Wir haben berechtigte und unberechtigte Kritik einstecken müssen und unsere Lehren daraus gezogen. Wir haben uns auseinandergesetzt und am Ende aber im entscheidenden Moment zusammengestanden. Wir haben Hand angelegt und zukunftsweisende Entscheidungen getroffen. Im abgelaufenen Jahr sind drei wichtige Entscheidungen getroffen worden, um eine moderne und zukunftsfähige Verwaltung für die Stadt Jever zu gewährleisten. Planmäßig wird eine Umstellung auf die sogenannte Cloud-Arbeitsplätze ab diesem Jahr erfolgen. Für einen zeitgemäßen Außenauftritt wurde nach einem Gestaltungswettbewerb der Auftrag für ein neues Corporate Design inklusive Logo erteilt, das Sie heute schon mehrfach gesehen haben dürften. Durch den Weggang eines Abteilungsleiters erfolgte eine vorzeitige Neustrukturierung der Verwaltung von 4 in jetzt nur noch 3 Abteilungen. Ich danke dem Rat und meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass sie diese Entscheidung in Rekordzeit von 2 Monaten getroffen und mitgetragen haben. Mit der Neustrukturierung hat der Rat nicht unerhebliche Mehrausgaben beschlossen und in das vorhandene eigene Personal investiert. Liebe Ratskolleginnen und Ratskollegen, aus meiner Sicht war das eine weitsichtige Entscheidung und zugleich ein Beweis eures Vertrauens in eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung, für den ich mich herzlich bedanken möchte. Sodann konnten die im Masterplan festgelegten Maßnahmen angepackt und umgesetzt werden. Der neue Einsatzleitwagen der Feuerwehr Jever wurde Anfang des Jahres offiziell eingeweiht. Die Auftragsvergabe für das Löschfahrzeug LF10 für die Feuerwehr Klevans ist erfolgt. Mit der Auslieferung ist im Herbst 2020 zu rechnen. Die Ausschreibung für das LF20 für Jever wurde auf den Weg gebracht. Ein besonderer Höhepunkt war im Mai der Umzug des FSV Jever an den erweiterten Sportplatz an der Jahnstraße, mit dem ein 10-jähriger Prozess, an dem Landkreis, FSV und Stadt Jever intensiv gearbeitet haben, erfolgreich abgeschlossen wurde. Wir konnten das Richtfest für die 4-gruppige Kindertagesstätte am Schurfenser Weg feiern und hoffen auf die Fertigstellung im März 2020. Weiterhin erfolgte der erste Spatenstich für den An- und Umbau der Feuerwache Klevans. Die Fertigstellung ist für April 2020 vorgesehen.
Mit dem Haushalt 2020 hat der Rat für die Umbaumaßnahme Feuerwache Milchstraße weitere 500.000 Euro für den Erwerb von Bahngelände zur Verfügung gestellt. Damit soll eine langfristige Lösung für die nächsten Jahrzehnte ermöglicht werden. Durch verschiedene Maßnahmen konnte der Gewerbe- und Tourismusstandort gestärkt werden. Mit der Erschließung des Gewerbegebietes Mitte wurden bereits einige Erweiterungen und Neuansiedlungen ermöglicht. Durch die Ansiedlung des Euronics-Marktes wurde der Leerstand am früheren Telepoint-Standort vollständig beseitigt. In Abstimmung mit der Verwaltung wird die Vorkassenzone des Famila-Marktes weiter attraktiviert. Nach der Umsiedlung der Firma Agando und der unmittelbar bevorstehenden Fertigstellung des Gebäudes des Pflegebutlers verfügen wir endlich über ein ansprechendes Eingangstor im Südosten der Stadt. In der Jahresmitte hat der Rat ein Tourismuskonzept beschlossen und hat mit einer umfangreichen Ermächtigung für die Verwaltung, der Erweiterung des Marketingbudgets, der Errichtung eines Tourismusbeirates und der Ausschreibung einer Fachabteilungsleitung bereits mit der Umsetzung begonnen. Schließlich hat die Übernahme des Innenstadtmarktes durch Herrn Tobias Wichmann die Zukunftsperspektiven für beide Edeka-Märkte verbessert. Ein nochmal geänderter Plan für den Edeka-Markt an der Adolf-Anders-Straße ist in das weitere Verfahren gegeben worden, damit der dortige städtebauliche Missstand in diesem Jahr endlich beseitigt werden kann. Wir sind offensiv vorangegangen, um Jever als soziale Stadt und Wohnstandort für alle weiterzuentwickeln. Zunächst ist es im September gelungen, gemeinsam mit der AWO, Bezirksverband Weser-Ems, und der Wohnungsbau Friesland GmbH eine Fläche am Mooshütter Weg für ein Gebäude mit weiteren 18 Wohnungen für bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Mit dem Abriss soll im Sommer begonnen werden. Zudem wurde die Verwaltung beauftragt, mit der Wohnungsbau über ein weiteres Projekt in der Johannes-Brahm-Straße im Frühjahr zu verhandeln. Viel Diskussion hat es um die Spielleitplanung gegeben. Der Mehrgenerationenpark musste letztlich aus finanziellen Gründen zurückgestellt werden. Hinsichtlich des Verkaufs von Spielplätzen zur Refinanzierung der Aufwertung anderer Spielplätze zeichnet sich ein Minimalkompromiss ab. Ferner stellte der Rat mit dem Haushalt 2020 erstmals eine hohe Summe von 75.000 Euro für die Aufwertung von 2 bis 3 Spielplätzen zur Verfügung, mit der nun kurzfristig begonnen werden soll. Mit einer Bürgerbeteiligungsrichtlinie hat sich die Stadt Jever verbindliche Regeln gegeben, wie künftig die Menschen an Entscheidungen beteiligt werden sollen. Zudem wurden mit dem Arbeitskreis, einer Vorhabenliste und regelmäßigen Bürgerforen neue Eckpfeiler gesetzt, die in diesem Jahr in die Tat umgesetzt werden. Die historischen Wallanlagen stellen neben dem Schloss, der Brauerei und der historischen Struktur unserer Altstadt ein Alleinstellungsmerkmal Jevers dar. Durch den Antrag auf Erweiterung des Sanierungsgebietes 4 um diesen Bereich soll dieses Kleinod mit Städtebauförderung eine Aufwertung erhalten. Am 22.03. wurde Herrn Ingo Hasshagen für sein Lebenswerk als Stadtdirektor sowie als Autor und Historiker die Verdienstmedaille verliehen. Am 8.11. wurde im Schützenhof die erste Ehrenamtsgala der Stadt Jever durchgeführt. Neben zahlreichen Sportlerehrungen wurden erneut 3 Ehrenamtspreise vergeben und Züchter Frank Munk ausgezeichnet. Höhepunkt der Gala war die Verleihung der Verdienstmedaille an Herrn Erhard Bruns für sein außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement. Um das Ehrenamt weiter zu fördern, wurde die Einführung der niedersächsischen Ehrenamtskarte und einer Helfercard für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr und sonstiger Rettungseinrichtungen in Jever beschlossen. Die Verwaltung wird in Kürze, um das umsetzen zu können, mit den jeverschen Einrichtungen und Geschäftsleuten Kontakt aufnehmen, damit wir ein breites Angebot hinter diese Karte legen können, hinter diese Karte. Die Städtepartnerschaften mit Zerbst und Cuyera spielten auch im vergangenen Jahr eine wichtige Rolle.
So wurde der Förderverein Freundeskreis der Städtepartnerschaft mit Cullera in Spanien e.V. gegründet. Im März besuchte ich Cullera mit einer kleinen Delegation offiziell und einer privat organisierten Reisegruppe zu den Feiers. Wir konnten uns darüber freuen, dass es auch einen Gegenbesuch gab. Nach der Wiederwahl kam Jordi Major mit einer kleinen Delegation zur Bierprobe, was ja auch sinnvoll ist, weil er gerne Jeferpilz trinkt. Ein unvergessliches Erlebnis war für mich die Teilnahme am Katharina-Forum und am großen Katharinenball in Zerbst zum 25-jährigen Jubiläum der Partnerschaft zwischen Zerbst und der russischen Stadt Puschkin. Es war einmal mehr beeindruckend, lieber Andreas, wie du auf der internationalen Bühne agierst. Weitere Höhepunkte im vergangenen Jahr waren unter anderem das gemeinsame Boßeln der Räte aus dem Wangerland und Jever. Björn, wir müssen einen neuen Termin finden. Der erste Blaulichttag Schortens Jever, die 30-jährigen Jubiläen des Künstlerforums, des Weltladens und des Seifenkistenrenns, das 125-jährige Bestehen des SPD-Ortsvereins Jever sowie die Einrichtung einer interkommunalen zentralen Vergabestelle bei der Stadt Schortens unter Beteiligung der Gemeinden Sande, Wangerland und der Stadt Jever. Wangerruge auch dabei? Wangerruge auch dabei. Abschließend kann ich mitteilen, dass zum Jahresende endlich der zur Erweiterung des Parkplatzes Blaue Straße notwendige Ankauf der kirchlichen Flächen durch den Landkreis und die Stadt Jever erfolgt ist. Insgesamt war 2019 also für die Stadt Jever ein ereignisreiches und ein gutes Jahr. Wollen Sie eigentlich wirklich weiterstehen? Ja. Respekt. Gut, Ausblick ist ein bisschen kürzer, aber nur ein bisschen. Im vergangenen Jahr wurden zahlreiche Maßnahmen beschlossen, die wir in diesem Jahr umsetzen müssen. Für Rat und Verwaltung gilt es also, 2020 zunächst einmal Kurs zu halten und unter künftig erschwerten finanziellen Bedingungen Schwerpunkte zu setzen, um unser schönes Jever entsprechend dem Leitbild 2025 und dem Masterplan voranzubringen. So werden wir uns insbesondere mit dem Ausbau unserer Ganztagsgrundschule, der Stärkung der Innenstadt, der Förderung des Fahrradverkehrs, der Weiterentwicklung des Wohnstandortes und immer wieder mit den Finanzen beschäftigen. Durch die außergewöhnlich gute wirtschaftliche Lage in den letzten Jahren konnte die Stadt Jever bei gleichzeitigen Millioneninvestitionen, insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten und der Feuerwehr, ihre Fehlbeträge aus der Vergangenheit um 4 Millionen reduzieren. Die Neuverschuldung konnte im Rahmen gehalten werden und wird dank der im Masterplan vorgesehenen Refinanzierung durch Verkauf von Baugrundstücken mittelfristig wieder auf unter 5 Millionen liegen. Die hohe Steuerkraft des Jahres 2019, wirklich viele, viele Gewerbesteuerzahlungen, hat jedoch geringe Zuweisungen vom Land und höhere Kreisumlage zur Folge und führt damit zu einer Belastung des Haushaltes 2020. Und auch in den nächsten 2 Jahren rechnen wir mit hohen Haushaltsdefiziten, sodass wir weiterhin diszipliniert haushalten müssen. Im Februar steht die Entscheidung über die zukünftige räumliche Ausstattung unserer Ganztagsgrundschule, der Paul-Sillow-Schule, an. Das ist die einzige Ganztagsschule, die wir in Jever haben. Und wir wollen damit den wachsenden Anforderungen und den Bedarfen an eine gute und zeitgemäße Ganztagsbetreuung auch im Grundschulalter gerecht werden. Nach einer Besichtigung der Vorzeigegrundschule in Schüttorf sollte der Rat den Rahmen vorgeben und die Planung beauftragen, damit wir eine Fertigstellung möglichst im Sommer 2022 hinbekommen. Unabhängig davon werden wir die Digitalisierung aller Grundschulen voranbringen. Gegenveranstaltung. Ist wahrscheinlich spannender, ne? So, okay, ich gebe mir Mühe. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bei aller Freude über positive Entwicklungen an den Nahversorgungsstandorten Adolf-Ahler-Straße und Wittmunder-Straße sowie dem Sonderstandort Mühlenstraße dürfen wir unsere Augen nicht vor den Problemen des Innenstadt-Einzelhandels verschließen.
Ich bin davon überzeugt, dass das Tourismuskonzept und auch das Sanierungsgebiet 4, Schlachtstraße, mittelfristig den Leerständen entgegenwirken werden. Wir dürfen es aber nicht damit bewenden lassen. Vielmehr sollten wir im Falle einer Erweiterung des Sanierungsgebietes 4 die Chance ergreifen, den erforderlichen Rahmenplan, um den Bereich der Altstadt zu erweitern, um einen ganzheitlichen Handlungsansatz zu entwickeln für die Bereiche Gestaltung, Einzelhandel, Leerstand, Wohnen, Verkehr und so weiter und so weiter, damit wir die Kräfte bündeln können. Einen Rahmenplan sollten wir selbst dann aufstellen, wenn die Erweiterung wider Erwarten nicht bewilligt wird. Denn Handlungsbedarf ist da. Durch eine moderate Personalaufstockung des Bauhofes und des Außendienstes des Ordnungsamtes soll das Erscheinungsbild der Stadt unter anderem in den Wallanlagen und in der Innenstadt verbessert werden. Die Verwaltung hat sich zudem vorgenommen, Wochenmarkt und Weihnachtsmarkt neu zu gestalten. Ferner wollen wir mit der Wirtschaft gemeinsam ein kostenloses WLAN-Netz für Großteile der Innenstadt errichten. Nach der ersten Radtour von Fahrradbeauftragten und Bürgermeister und vielen Anregungen aus Politik und Bevölkerung wollen wir die Ideen in einem Radfahrplan 2030 unter Bürgerbeteiligung bündeln und priorisieren. Parallel wollen wir aber auch Sofortmaßnahmen angehen, um die aktuelle Situation schnellstmöglich zu verbessern. Der Wohnstandort Jever soll weiterentwickelt und dabei der Klimaschutz stärker berücksichtigt werden. Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern wollen Rat und Verwaltung in den nächsten Monaten ein Konzept für ein zu Jever passendes ökologisches Baugebiet am Schützenhof zu erarbeiten. Um den Flächenverbrauch zu begrenzen und die Außenbereiche als Wohnstandorte maßvoll auszubauen, ist es erforderlich, verstärkt auf die Möglichkeiten der Lücken- und Hinterliegerbebauung hinzuweisen. Ferner wollen wir prüfen, ob Ausnahmesatzungen wie in Moorwarfen erfolgreich ausprobiert, auch in der Altgemeinde Clevanssandel eingesetzt werden können. Weitere Schwerpunkte werden ein Update des Kinderbetreuungskonzeptes von 2014 und eine 5-Jahres-Zwischenbilanz des Leitbildes 2025 sein. Das Jahr 2020 wird überdies ein Jahr der Jubiläen. Im Mittelpunkt steht das 30-jährige Jubiläum der Städtepartnerschaft Zerbst-Jever, das am 1.8. mit einem Festakt im Schloss Zerbst gefeiert wird. Ich bin beeindruckt vom großen Interesse der jeverschen Vereine, am Jubiläumswochenende in der Partnerstadt zu sein. Ich hoffe auf eine ebenso große Resonanz in der Bevölkerung für unsere Tagesbusfahrt zum Festakt. Zudem feiern 3 städtische Einrichtungen Geburtstag. Je 40 Jahre das Jugendhaus am 19.09. und das Freibad am 29.05. sowie 50 Jahre das Theater am Dannhallen am 27.09. Schlussendlich erwarten wir den Besuch des Bürgermeisters von Cullera mit einer Delegation im Herbst. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Stadt Jever kann sich glücklich schätzen, über ein reichhaltiges kulturelles Angebot zu verfügen. Sie kann sich dabei auf ein außergewöhnliches Engagement von vielen Ehrenamtlichen stützen. Überhaupt machen die vielen Vereine, Organisationen und ehrenamtlich engagierten Menschen unsere Heimatstadt erst so richtig lebens- und liebenswert. Und doch nehmen wir alle vielfach gar nicht wahr, was für Talente unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger haben und welche besonderen Leistungen sie vollbringen. Rat und Verwaltung der Stadt Jever versuchen auf verschiedene Art und Weise, diese Menschen und ihren Einsatz zu würdigen und wahrnehmbar zu machen. Trotzdem bleiben viele sportliche, künstlerische und sonstige Leckerbissen immer noch unbemerkt. Ich freue mich deshalb ganz besonders, Ihnen heute eine neue Veranstaltung ankündigen zu können, die genau hier ansetzen möchte. Am 16.05. organisiert die Stadtverwaltung erstmals ein Wandelkonzert in der Innenstadt. Unter dem Motto Jever klingt werden 10 jeversche Musikgruppen an 8 Standorten für Sie singen und musizieren und Sie mit Sicherheit von ihrer hohen Qualität
überzeugen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wünsche mir für das Jahr 2020, dass wir alle häufiger mit offenen Augen durch Jever gehen und wahrnehmen, wie schön unsere Marienstadt und die sie umgebende Landschaft ist. Wie viele tolle Menschen und Veranstaltungen in den verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen vor Ort vorhanden sind. Dass wir ein Kino, ein Theater, Büchereien, Museen und ein Freibad haben. Dass wir noch Landwirte, die hochwertige Produkte erzeugen und Blumenwiesen anlegen. Einheimische Bäcker, Schlachter und Gastronomen, die regionale Produkte verarbeiten, Kneipen und inhabergeführte Einzelhandelsgeschäfte haben. Erfreuen wir uns daran und denken wir darüber nach, was wir dafür tun können, dass es so bleibt. Wenn wir dann zum Beispiel öfter vor Ort Angebote in Anspruch nehmen, statt lange Transportwege auf uns zu nehmen, ist das nicht nur gut für Jever. Es könnte zugleich ein nachhaltiger Beitrag zum Klimaschutz sein. In diesem Sinne, auf ein gutes Miteinander in 2020. Dankeschön.